Das heißt, worauf setzen wir die Perspektive inmitten von dieser Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden? Worauf? Ist es irgendwie durch die Pandemie zu kommen? Hey, weil ich sage ganz ehrlich, mag sein, dass ihr draußen seid als Schweizer. Wir haben noch ein Riesenthema in Deutschland damit. So, und jetzt lese ich irgendwas von Affenpocken. Ist es das? Seien wir ehrlich, oder? Was ist es? Ist es mein Job, den ich behalten will? Ist es mein Traumpartner, den ich suche? Ist es der Urlaub, den ich unbedingt haben möchte? Sind es meine Kinder? Ich sage dir ganz ehrlich, hey, das sind alles gute Sachen, aber bitte versteh eine Sache. Und zwar diese Dinge, sie helfen uns vielleicht durch den Tag zu kommen, durch die Woche zu kommen, durch den Monat zu kommen. Aber nur Jesus hilft uns, durch dieses Leben hindurchzukommen. Hey, weil all diese Dinge sind gut. Bitte versteh mich nicht falsch. Aber sie können nicht einen weiteren Tag zu unserem Leben hinzufügen. Das kann nur Jesus. Und weißt du was? Er ist bereit, nicht nur einen Tag hinzuzufügen, sondern er ist bereit, eine ganze Ewigkeit für dich hinzuzufügen, weil er dich liebt. Hey.